November 1998, ein Wald in Venlo. Schulkinder entdecken die Leiche einer jungen Frau. Als Todesursache war eindeutig ein Erdrosseln. Und in diesem Fall war das ja so, dass diese Auffindesituation sofort also darauf hingedeutet hat, dass es sich nicht um den Tatort handelt, sondern dass der Leichnam da abgelegt, entsorgt worden ist. Eine DNA-Spur wird zum Mörder führen. Keine menschliche DNA, sondern die einer Pflanze. Doch das ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Spur der Täter. Eine erdrosselte Frau. Jahrelang wird dieser Mord ungeklärt bleiben, bis ein solches Eichenblatt das entscheidende Indiz wird. Dazu später mehr, denn zunächst muss die Identität der Frau geklärt werden. Im Rechtsmedizinischen Institut in Den Haag wird der Leichnam obduziert. Um die unbekannte Frau zu identifizieren, werden ihr die Fingerabdrücke abgenommen. Die niederländischen Ermittler gleichen sie auch mit denen in deutschen Datenbanken ab. In einigen Tagen stand schon fest, dass die Leiche aus Wuppertal kam und da vermisst worden ist. Man hatte sofort ein Treffen beim BKA gehabt, weil das Opfer 1994 als Asylbewerberin in Düsseldorf erkennungsdienstlich behandelt worden ist. Es ist Theresa A., eine zweifache Mutter. Sie stammt aus Togo und lebte in Wuppertal. Bei der Obduktion hat man auch noch festgestellt, dass das Opfer schwanger war. Ziemlich Anfang zweiter oder dritter Monat. Also der Fötus ist dann quasi auch getötet worden bei diesem Delikt. Der Fundort liegt direkt an einer Autobahnausfahrt. Die Fotos der Spurensicherung zeigen, der oder die Täter müssen es eilig gehabt haben. Der Leichnam ist nur notdürftig mit Laub abgedeckt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau in ihrer Heimatstadt ermordet wurde. Der Fall geht an die Kripo Wuppertal. Den Tatort vermuten die Ermittler hier, in der Wohnung von Theresa A. und ihrer Familie. Hier lebte sie mit ihrem Ehemann und den beiden Kindern. Eine eindeutige Spur, dass hier der Mord geschah, gibt es aber nicht. Theresa A. lebte sehr zurückgezogen, Kontakte zu anderen hatte sie kaum. Ihr Lebensmittelpunkt war die Familie. Der Ehemann Robert F. soll gewalttätig sein. Er wird von Nachbarn als sehr dominant beschrieben. Robert F. soll immer wieder seine Frau verprügelt haben, erzählen sie. Und zwar haben die verschiedenen Hausbewohner das auch im Treppenhaus erlebt, dass das Opfer von dem Ehemann geschlagen worden ist. Die ist dann geflüchtet ins Treppenhaus, hat dann auch die Nachbarn um Hilfe gebeten, die haben dann auch Polizei gerufen. Theresa A. wird von ihrem Mann mit solcher Wucht geschlagen, dass ihr das Trommelfell reißt. Die Kriminaltechniker suchen auch im Auto von Robert F. nach Spuren. Einen konkreten Hinweis, dass der Leichnam von Theresa A. mit dem Wagen zum Fundort transportiert wurde, entdecken die Experten aber nicht. Bei der Obduktion finden sie allerdings einen Hinweis auf einen möglichen Täter. Hautpartikel unter den Fingernägeln von Theresa A. deuten darauf hin, dass sie sich gewehrt hat. Bei der Analyse stellt sich heraus, es ist die DNA von Robert F. Ja, dann hat man auch an dem Fundort so Spanngurtenstücke, Reststücke gefunden. Die konnte man auch der Wohnung zuordnen, eindeutig. Und an diesen Spanngurten, die auch am Fundort gefunden worden sind, ist auch noch DNA-Material des Ehemannes gefunden worden. Das spätere Opfer wollte sich von dem Beschuldigten trennen. Man lebte bereits getrennt und der Beschuldigte kommt aus einem Kulturkreis und ist in der Weise erzogen worden, dass er schlecht mit solchen Entscheidungen einer Frau umgehen konnte. Diese Indizienkette reicht den Ermittlern für einen dringenden Tatverdacht. Robert F. wird verhaftet. Bei der Vernehmung gibt er zu Protokoll, am Mordtag war er in der Wohnung seiner Frau. Er hatte die gemeinsamen Kinder von einem Ausflug zurückgebracht. Es kam zu einem Gespräch, in dem er sich mit seiner Frau versöhnt habe. Theresa hätte ihm einen Pickel ausgedrückt, dabei sei wohl seine DNA unter ihre Fingernägel gekommen. Mit dem Mord hätte er, so sagt er, nichts zu tun.
Robert F. beteuert immer wieder seine Unschuld. Schließlich legt er sogar gemeinsam mit seinem Anwalt Haftbeschwerde ein. Die Haftbeschwerde ist zunächst vom Landgericht Wuppertal hier auch abgewiesen worden. Die nächsthöhere Instanz ist dann Oberlandesgericht Düsseldorf, die höchsthöhere und auch die letzte Instanz in diesem Fall. Dort sind die Richter der Meinung, dass der Tatverdacht nicht dringend ist. Denn die Schilderungen von Robert F. klingen stimmig. Außerdem sei es ganz normal, dass seine Spuren im gemeinsamen Haushalt zu finden sind. Wenn Sie berechtigter Spurenleger sind in Ihrem eigenen Haushalt, dann ist eine DNA-Spur zunächst mal möglicherweise nicht sehr aussagekräftig. Nach Spurenlage scheint Robert F. unschuldig zu sein. Die DNA-Spur, die eigentlich den Täter überführen soll, führt dazu, dass er entlastet wird. Robert F. wird aus der Haft entlassen. War er gar nicht der Mörder von Theresa A.? Hat jemand anderes die schwangere Frau umgebracht? Die Ermittler stehen wieder ganz am Anfang. 4 Jahre später. Kriminalhauptkommissar Edward Schweder wird beauftragt, den Fall neu aufzurollen. Robert F. will die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen. Bevor es dazu kommt, wird geprüft, ob es laufende Ermittlungen gegen ihn gibt. Da der Mord an seiner Frau immer noch ungeklärt ist, sollen die Spuren noch einmal überprüft werden. Zum Beispiel am Pullover von Theresa A. Die Pfeile zeigen Flecken, die bislang noch nicht genauer untersucht worden sind. Im Labor sollen sie jetzt analysiert werden. Sind es vielleicht Blutspritzer von Theresa A. oder vielleicht von ihrem Mörder? Beim Studium der Akten entdeckt Schweder ein weiteres Asservat, das bislang unbeachtet blieb. Auf der Suche nach Spuren hatte 1998 die Kriminaltechnik den Wagen von Robert F. durchsucht. Damals wurde ein vertrocknetes Blatt gefunden. Dieses Blatt ging an das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen zur Untersuchung. Die zuständige Biologin Ulrike Schlesinger hatte es damals analysiert. Ich habe festgestellt, von welchen Pflanzen es stammt. Und eines war eben ein Eichenblatt. Aber individualisieren konnten wir es damals nicht. Da gab es damals keine Möglichkeiten. Die Leiche von Theresa A. wurde in einem Eichenwald gefunden. Wenn es ein Blatt aus diesem Wald wäre, würde Robert F. wieder ins Visier der Ermittler geraten. Die Stieleiche ist in Europa allerdings weit verbreitet. Nur eine DNA-Analyse des Blattes könnte weiterhelfen. Ich sagte dann zu dem Herrn Schweder sinngemäß, ich kann es nicht, weil wir hier das Equipment nicht haben, aber die Kollegen vom BKA, die würden das sicherlich gerne mal versuchen. Das Blatt aus dem Auto und Vergleichsmaterial vom Fundort gehen nach Wiesbaden an das Kriminaltechnische Institut für Pflanzen-, Tier- und Bodenspuren des BKA. Herr Schlesinger, das ist ja nicht das Original Asservat, aber so ähnlich war das Blatt damals schon verpackt. Sie waren äußerst skeptisch zu Beginn. Warum? Das Problem ist bei so einem Material, was in Plastik eingepackt ist, dass da natürlich eine Feuchtigkeit drin bleibt und nicht entweichen kann. Es schwitzt richtig. Das heißt, diese DNA wird dann in relativ kurzer Zeit zerstört. Und unser Spurenmaterial ist eben immer alt. Es ist meistens nur eine geringe Menge. Und das Problem war, dass wir diese DNA aus solchen Blättern erstmal nicht mehr vermehren konnten. Und damit kein Ergebnis erzielen konnten in unseren Analysen. Nochmal einen kleinen Schritt zurück. Wie vermehren sich Eichen überhaupt? Dieser Baum besitzt männliche und weibliche Blüten. Und letztendlich wird dieser Pollen, dieser Blütenstaub, dann durch den Wind transportiert. Teilweise auch über sehr große Strecken. Und befruchtet dann die weiblichen Blüten eines anderen Baumes. Daraus entsteht die Frucht. Wenn die Eichel zu keimen beginnt, wächst daraus ein neuer Baum mit einer eigenen, individuellen DNA. Dr. Uwe Schlenbecker erklärt mir, dass die Analyse von Falllaub sehr kompliziert ist. Dafür musste erst eine eigene Methode entwickelt werden. In Wuppertal gehen die Ermittlungen weiter. Dort ist mittlerweile die Analyse der Flecken auf dem Pullover, den die Leiche trug, abgeschlossen. Man hat also dann festgestellt, dass es sich um Blut des Ehemannes handelt. Man konnte natürlich damals keine Aussage treffen darüber, ob diese Blutspuren an dem Tattag da an diesen Pullover gekommen sind oder ob die schon älteren Datums sind. Die Hinweise reichen noch nicht, um Robert F. der Tat zu überführen.
Die Ermittler hoffen auf das BKA und die Arbeit der Wissenschaftler um Dr. Uwe Schlingbecker. Doch die Analyse des Blattes gestaltet sich schwierig. Zum einen war durch die natürliche Alterung natürlich das Material, also die DNA in diesem Material, sehr stark degradiert, das heißt zerstört. Und zum anderen hatten wir das Problem, dass sich dieses Material erstmal nicht vermehren ließ, um sie dann wieder für eine Analyse zugänglich zu machen. Und das hat mit diesem Verlauf erstmal nicht funktioniert. Die Staatsanwaltschaft entschließt sich 2005, Robert F. anzuklagen. Denn die Ermittler haben eine wichtige Belastungszeugin gefunden. Denn damals, als die Kollegen 98 ermittelt haben, wusste man, dass es eine Schwester des Opfers gab. Und uns gelang es also, den Aufenthalt zu ermitteln. Sie hat dann auch Aussagen gemacht, dass sie kurz vor dem Tod noch telefonischen Kontakt hatte mit ihrer Schwester und die wirklich Angst hatte, wirklich Todesangst vor ihrem Ehemann. Es ist ein Prozess mit ungewissem Ausgang. Es gibt keinen Beweis, dass Robert F. am Ablageort der Leiche war. Denn der Nachweis anhand des Eichenblatts aus dem Kofferraum ist bislang nicht gelungen. Noch besteht die Möglichkeit, dass er freigesprochen werden könnte. Der alte lateinische Rechtsgrundsatz ne bis in idem, nicht zweimal in der gleichen Sache. Das heißt, wenn jemand wegen eines Lebenssachverhalts bereits einmal angeklagt worden ist, darf er wegen dieses Lebenssachverhalts nicht noch einmal angeklagt werden. Ein Jahr lang haben die BKA-Wissenschaftler geforscht. Nun glauben sie, eine Lösung für die Analyse gefunden zu haben. Um festzustellen, von welchem Baum das entscheidende Blatt stammt, müssen Proben aus der Krone genommen werden, erklärt mir Dr. Uwe Schlingbecker. Dafür wenden Forscher eine Methode aus der Forstwirtschaft an. Eine sogenannte Wurfbeutelschleuder. Das ist eine überdimensional große Zwille. Jetzt kommt der Wurfbeutel hier rein. Und dann übt man hier mit Zug aus und zielt über die Spitze her. Über die hier vorne? Ja. Damit wird ein Gewicht, an dem ein Seil hängt, in die Äste geschossen. So kann dann ein Zweig aus der Krone abgebrochen werden. Mit ein bisschen Übung hole ich, wie ein Kriminaltechniker, Vergleichsmaterial aus dem Baum. So. Na. Doch, dann fügen wir unser Vergleichsmaterial jetzt ein. Ja. Wir legen das dann mal in den Kofferraum. So, und jetzt war noch der Plan wichtig. Ja. Jetzt erkläre ich Ihnen mal den Plan. Also das ist das Waldstück hier in Venlo. Das besteht alles aus Stieleichen, diese ganzen Bäume, die hier eingezeichnet sind. Ja. Und für uns war natürlich wichtig, von wo ist hauptsächlich der Wind, was ist also die Hauptwindrichtung. So werden die Bäume, von denen Proben genommen werden, ausgewählt. Es sind insgesamt 42. Innerhalb weniger Tage liegt das Ergebnis vor. Dr. Schlingbecker erklärt mir die entscheidende Analyse. Wir haben hier unten einmal das Spurenmaterial und hier oben das Ergebnis des Vergleichsmaterials. Und wenn man sich das jetzt anschaut, dann stellt man fest, wir haben im Spurenmaterial und im Vergleichsmaterial identische Peaks, also Spitzen. Das heißt, wir haben einen Treffer. Es ist der Baum mit der Kennziffer S10. Genau der Baum, unter dem die Leiche lag. Der Fundort ist auf dem Polizeifoto mit SLO gekennzeichnet. Das Eichenblatt war im Kofferraum des Wagens von Robert F. gefunden worden. Das beweist, er muss mit dem Auto am Ablageort der Leiche gewesen sein. Diese DNA-Übereinstimmung war schon was Besonderes auch, weil ich dann das Gefühl hatte, für den Angeklagten gibt es überhaupt keinen Weg mehr aus dieser Sache. Der DNA-Beweis überzeugt die Richter, Robert F. habe seine Frau getötet. Es ist weltweit das erste Mal, dass ein Täter durch die DNA eines Eichenblattes überführt wird. Robert F. muss für 8,5 Jahre ins Gefängnis. Bis heute hat Robert F. seine grausame Tat nicht gestanden. Von diesem schweren Kapitalverbrechen kommen wir nun zu unserem zweiten Fall. Es geht um die Deutsche Bahn und eine ausgefeilte Betrugsmasche. Mal ganz ehrlich, wenn jemand die Möglichkeit hat, ein Bahnticket zu etwa einem Viertel des Originalpreises zu kaufen, wer würde dann nicht zuschlagen? Mehr als 4000 Kunden haben es getan, Ticket gekauft, sind gefahren, hatten kein Problem, haben auch keinen finanziellen Schaden erlitten, aber die Deutsche Bahn. Ein gewiefter Abzocker hat sie um mehrere hunderttausend Euro betrogen.
Frühjahr 2014. Philipp Bauer plant eine Fahrt von Düsseldorf nach Stuttgart. Der Preis fast 200 Euro. Dann doch lieber per Mitfahrzentrale. Auf deren Internetseite stößt der 26-Jährige auf ein Inserat. ICE-Tickets zu Schnäppchenpreisen, egal wann, egal wohin. Die einfache Fahrt ab 30 Euro, die Hin- und Rückfahrt ab 60 Euro. Philipp Bauer bestellt ein Ticket für Hin- und Rückfahrt bei einem gewissen Frederik Lindenberg. Der Kontakt wirkt glaubwürdig. Der hat ja auch direkt in die erste E-Mail gleich reingeschrieben, dass ich halt original bei der Bahn gekauft hat und dass man das halt auch prüfen kann, indem man auf die original deutsche Bahnseite geht, da halt einen Code eingibt und dass dann quasi bestätigt wird, dass es auch ein echtes Ticket ist. Von da habe ich an der Ticket-Echtheit eigentlich dann danach nicht mehr gezweifelt, nachdem ich es geprüft hatte. Das Ticket kommt per E-Mail. Original kostet die Fahrt 197 Euro, Philipp Bauer zahlt nur 60. Auf dieses Konto überweist er das Geld und bekommt dafür ein gültiges Ticket. Der Name des Anbieters, Frederik Lindenberg, ist ein Pseudonym. Wer dahinter steckt, weiß lange Zeit niemand. Hunderte von Bahnkunden haben zwischen 2012 und 2015 bei ihm Tickets gekauft und sind mit der Bahn gefahren. Wer hier wen betrügt, fiel zunächst gar nicht auf. Die Tickets, die der Betrüger billig verkauft hat, wurden bei der Bahn mit dem Geld fremder Kreditkarten bezahlt. Deren Besitzer reklamierten die unberechtigten Abbuchungen bei ihrer Bank und bekamen das Geld zurück. Die Bahn blieb auf dem Schaden sitzen. Etwa 4.200 Tickets hat der Unbekannte mit dem Geld fremder Kreditkarten gekauft. Ist die Deutsche Bahn von einer Straftat betroffen, ermittelt die Bundespolizei. In diesem Fall die Inspektion Kriminalitätsbekämpfung in Dresden. Fälle wie dieser sind für die Beamten nichts Neues. Wir haben seit etwa 6 bis 7 Jahren den Sachverhalt, dass das steigt. Das halten den entsprechenden Ticketportalen der Deutschen Bahn AG mit gefälschten oder mit missbräuchlich erlangten Kreditkartendaten eben Tickets erworben werden und dann im Internet bzw. oftmals im Darknet weiter vertrieben werden. Als Anfang 2013 die ersten Reklamationen von betrogenen Kreditkartenkunden einlaufen, beginnt die Fahndung nach einem Betrüger, der alles tut, um seine Identität zu verschleiern. Der Leiter der Ermittlungen, Ansgar G., möchte nicht zu erkennen sein. Er und seine Kollegen arbeiteten sich damals Schritt für Schritt in die Tiefen des Internets vor, folgten Kontobewegungen, durchstöberten Gesprächsprotokolle und Chats. Im Mai 2013 erhalten sie eine geheimnisvolle E-Mail von einem Unbekannten, der sich Silver Surfer nennt und im Darknet auf Informationen zum Initiator der Betrugsmasche gestoßen ist. Konkret? Dass sich der Ticketbetrüger im Ausland befindet, dass also er diese Tickets, die er verkauft, mit Kreditkartendaten anderer bezahlt und das Geld eben auch auf gefakten Konten läuft. Das Konto, auf das Philipp Bauer das Geld für sein Ticket überwiesen hat, war ein illegales Konto mit falschem Namen, das keinen Rückschluss auf seinen wahren Besitzer zuließ. Im Darknet, das gern von Kriminellen genutzt wird, werden solche illegalen Konten als Geschäftsbeteiligung für Betrugsdelikte angeboten. Das Darknet ist das Drehkreuz unserer Geschichte. In diesem Bereich des Internets lässt sich nur schwer beobachten, wer mit wem kommuniziert. Dort wird die Masche mit den Bahntickets zum Laufen gebracht. Beim Landeskriminalamt in Dresden beschäftigen sich IT-Ermittler sehr intensiv mit dem Darknet. Herr Schlegel, vom Amoklauf von München wissen wir, dass der Täter sich seine Waffe im Darknet besorgt hat. Komme ich denn da so einfach rein in dieses Darknet? So einfach nicht. Ich muss technische Voraussetzungen erfüllen. Insbesondere bräuchte ich einen entsprechenden Browser, den Tor-Browser. Diesen zu beziehen, das ist für jedermann möglich. Und nachdem ich mir diesen Tor-Browser heruntergeladen habe, bewege ich mich völlig anonym im Darknet. Also ich war beispielsweise noch nie im Darknet. Wer ist denn da unterwegs? Sind das Kriminelle zumeist? Das Tor-Netzwerk wurde primär für das anonyme Surfen geschaffen. Regimekritiker nutzen dieses Tor-Netzwerk, um sich auszutauschen, unentdeckt auszutauschen, dass sie nicht verfolgt werden. Aber auch von Personen, die einfach anonym surfen wollen. Und diese Funktionalität wird sehr wohl durch die Kriminellen genutzt. Und deswegen ist das Netzwerk auch für Kriminelle sehr, sehr attraktiv.
Waffen, Drogen, gehackte Kreditkarten, gefälschte Personalausweise. Das und mehr wird im Darknet angeboten. Die Polizei ermittelt jedoch nur, wenn es einen konkreten Hinweis auf eine Straftat gibt. So wie im Falle der billigen Bahntickets. Im Darknet baut sich der Initiator der Betrugsmasche ein Netz unterschiedlicher Bankkonten zusammen, zwischen denen er Geld hin und her schieben kann. Den Ermittlern stellt sich die Frage, wie kommen sie an den Hintermann, an denjenigen, der die Masche entwickelt hat? Sie entscheiden sich zum Scheinkauf eines Tickets und folgen dem Geld, bis es an einem Automaten abgehoben wird. Entsprechend hatten wir uns dann Bildüberwachungsmaterial bei den Banken angefordert und konnten dann ersehen, dass es also verschiedene Personen gab, die an verschiedenen Automaten innerhalb von Deutschlands Geld abgehoben haben. Dies sind Originalfotos der Abheber. Keiner von ihnen hat mit dem eigentlichen Betrug etwas zu tun. Sie werden Läufer genannt. Von dem Geld, das sie aus den Automaten holen, dürfen sie ein paar Euro behalten. Der Rest geht an die Hintermänner. Dazu bringt der Läufer das Geld zu einem Finanzservice wie Western Union oder MoneyGram. Hier kann das Geld ohne Einrichtung eines Kontos an jeden beliebigen Ort auf der Welt transferiert werden. Der Einzahler erhält eine Nummer, mit der schon wenige Minuten später eine Person im Ausland das Geld an einer dortigen Filiale in Empfang nehmen kann. Meist wird auch hier das Geld von Läufern abgeholt. So kommt der Betrüger an Bargeld, ohne von Überwachungskameras aufgezeichnet zu werden. Die Masche ist so komplex und perfektioniert, dass die Fahnder nicht daran glauben, dass der Gesuchte sie zum ersten Mal nutzt. Und tatsächlich stoßen sie bei Recherchen auf eine ähnliche Betrugsserie, die es 2011 in Nordrhein-Westfalen gegeben hat. Da hatten damals unsere Kollegen von der Bundespolizei in Köln ermittelt. Und hierbei mussten wir halt dann feststellen, dass also der Täter, der damals ja auch rechtskräftig verurteilt worden ist, vor dem Amtsgericht in Köln, tatsächlich auch in Teilen seine Betrugsmasche aus dem Ausland, nämlich aus Thailand, heraus begangen hatte. Wird auch diesmal die Masche von Thailand aus gesteuert? In den Kölner Akten gibt es ein Foto des Betrügers. Sein Name Matteo I., 31 Jahre alt. Er stammt aus Solingen in Nordrhein-Westfalen und hat nordafrikanische Wurzeln. Ist er der Mann, den die Bundespolizei sucht? Matteo I. hat für seine Betrügereien in Köln 2 Jahre auf Bewährung bekommen. Eigentlich muss er sich regelmäßig bei der Polizei melden, doch Matteo I. ist untergetaucht. Zu Hause trifft ihn die Polizei nicht an. Er wird zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Die Betrugsmasche läuft derweil ungestört weiter. Die Ermittler aus Dresden finden heraus, dass der Betrüger Anfang 2014 mehrere Konten bei polnischen Internetbanken eröffnet hat, wiederum mit falschen Personalien. Wird es je gelingen, diese Konten mit einer tatsächlich existierenden Person in Verbindung zu bringen? Die Ermittler der Bundespolizei waren sich sicher, irgendwann macht der gesuchte Internetbetrüger einen Fehler. Irgendeine Kleinigkeit würde den Ermittlungen eine entscheidende Wendung geben. Und so war es. Genau hier in Köln passierte es. Im März 2014 übernachtete der Internetbetrüger in dieser Pension, in dem gelben Gebäude auf der anderen Straßenseite. Die Inhaberin ahnte nicht, um wen es sich bei ihrem Gast handelt. Die Zimmerwirtin möchte nicht zu erkennen sein, aber sie zeigt mir das Zimmer, in dem ihr Gast damals wohnte. Am 10. März 2014 klopft sie an seine Zimmertür, um die wöchentliche Miete zu kassieren. Die Tür ist verschlossen, von innen steckt der Schlüssel. Ihr Mieter rührt sich nicht. Hallo? Die Wirtin befürchtet, dass es ihm nicht gut geht und alarmiert die Polizei. Die Polizisten sind schon auf dem Weg, da öffnet der Mieter das Zimmer. Er sagt, er wäre längere Zeit unter der Dusche gewesen und habe sie nicht gehört. Die beiden Zivilbeamten treffen nach wenigen Minuten ein. Sie kontrollieren seine Personalien. Es ist Matteo I. Sie fordern ihn auf, die ausstehende Miete sofort zu bezahlen. Matteo I. steht unter Druck. Das Geld für die Mietschulden, 150 Euro, hebt er beim nächstbesten Automaten mit einer polnischen Kreditkarte ab. Dabei entstehen diese Fotos. Es sind die Originalbilder vom 10. März 2014. Auf seinem Konto, so rekonstruieren die Ermittler später, liegt Geld aus dem illegalen Verkauf der Bahntickets. Und Matteo I. ist der Mann, dem dieses Konto gehört.
Jetzt wissen die Bundesbeamten, der ehemalige Internetbetrüger ist wieder im Spiel. Dieses Momentum, ja, wir wissen jetzt, wer es ist, hat uns natürlich noch mal einen unheimlichen Motivationsschub gegeben. Und jetzt galt es halt natürlich, nachdem wir seine Identität geklärt haben, ihn auch dann tatsächlich zu lokalisieren und dann auch irgendwann festnehmen zu können. Matteo I. muss geahnt haben, dass nun Gefahr droht. Kurz nach dem Zwischenfall reist er aus Köln in Richtung Amsterdam ab. 14 Tage später fliegt er nach Thailand. Das sehen die Ermittler auf den Auszügen der polnischen Konten. Und sie sehen, dass er von nun an in Thailand regelmäßig Geld abhebt. Möglich, dass er dort lebt. Der nationale Haftbefehl wird in einen internationalen umgewandelt. Über die Berliner Generalstaatsanwaltschaft bitten die Ermittler des Bundeskriminalamts um Unterstützung bei der Fahndung in Thailand. Hierzu hatte dann das BKA die thailändischen Behörden mit ins Boot geholt, die dann unseren Täter in Thailand aufsuchen und aufspüren sollten. Aber wo genau steckt Matteo I.? 2012 hatte die Kölner Polizei den 31-Jährigen nach der Festnahme fotografiert. Er trug damals ein T-Shirt mit der Aufschrift Phuket. Lebt der Betrüger womöglich dort, im Urlaubsparadies? Mit Foto und Personenbeschreibung machen sich thailändische Beamte auf die Suche. Schon nach wenigen Tagen finden sie Matteo I. Der Verdächtige wird eine Zeit lang observiert. Die Polizisten halten dabei immer Kontakt zu den Verbindungsbeamten des BKA. Am 7. September 2015 wird Matteo I. schließlich in Phuket festgenommen. Minuten nach der Festnahme machen zwei der Zivilbeamten dieses Selfie. In ihrer Mitte sitzt der Bahnticketbetrüger. Als wir dann die freudige Nachricht aus Thailand erhielten, dass also unser Täter tatsächlich festgenommen worden ist, waren wir natürlich erstmal alle happy. Denn die Ermittler konnten eine gewaltige Betrugsserie stoppen. Bis zu seiner Festnahme hat Matteo I. fast 4.200 Bahntickets verkauft und damit zwischen 150 und 200.000 Euro ergaunert. 2 Jahre lang konnte er davon in Thailand gut leben. Am 10. März 2016 beginnt am Berliner Landgericht der Prozess. Matteo I. bestätigt in allen Punkten die Ermittlungen der Bundespolizei. So kann schon nach 4 Verhandlungstagen ein Urteil gefällt werden. Der Betrüger erhält eine Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 3 Monaten. Hinzu kommen 2 Jahre Haft, die sich aus der Umwandlung der Bewährungsstrafe aus dem Verfahren in Köln ergeben. Weiterhin wird er zur Zahlung von 300.000 Euro Schadenersatz an die Deutsche Bahn verurteilt. Herr Frau, das war ja für Sie und Ihr Team ein hartes Stück Arbeit und eine große Leistung, den Internetbetrüger dingfest zu machen. Hoffen Sie, dass er noch ein Zeichen setzt in der Szene? Wir haben diese Hoffnung. Wir haben über mehrere Jahre viel Personal, Zeit, Ressourcen, Technik investiert. Und wenn man sich jetzt das Urteil anschaut, dann ist das schon ein sehr guter Erfolg für meine Ermittler. Ob davon ein Zeichen ausgeht, wird sich zeigen. Aber eine mehrjährige Haftstrafe in der Höhe, das ist schon eine gewisse Signalwirkung, die hoffentlich auch einen generalpräventiven Effekt hat. Dann weiterhin Ihnen und Ihrer Mannschaft viel Erfolg. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, das war die Spur der Täter für diesmal. Wir sehen uns wieder am nächsten Mittwoch, 21.15 Uhr, mit einem neuen spannenden Fall. Ihnen noch einen guten Abend und auf Wiedersehen.